Willkommen zurück hier bei Let's Retro Mega Man 1 und wir haben letztes Mal Iceman besiegt und jetzt geht's, soweit ich weiß, mit Fireman weiter. Denn Eis friert Feuer ein oder wie auch immer, ja. Fireman, Clear Points, 50.000, okay, wunderbar. 50.000, sagt immer Man vs. Game, wer den kennt, 50.000 Points. Ja, den guckst du sehr gerne, der kommt aus Twitch, streamt er immer. Sehr guter amerikanischer Let's Player, oder beziehungsweise Spieler, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, alle Spiele auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchzuspielen. Zumindest bis jetzt waren es immer alle auf der höchsten. Deswegen auch Man vs. Game. Wie gesagt, ist sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam, der gute Mann. Wie gesagt, auf twitch.tv und dann Man vs. Game. Wenn ihr mal gucken wollt. Wie gesagt, ist leider komplett in Englisch, also müsstet schon ein bisschen Englisch können. Ansonsten macht Zusehen aber auch relativ viel Spaß. Boah, ich hasse diese Flammenzungen, weil die so in so einer blöden Zeit immer rauskommen. Ich glaube, alle halbe Sekunde oder so. So, die Dinger da, die kommen jetzt hier runter, aber das soll mir egal sein. So. So, das brauche ich alles nicht. Die kann man auch einfrieren, diese Flammenzungen, glaube ich, mit der Eiswaffe. Brauchen wir jetzt aber nicht. Das sind auch immer so kleine Hinweise. Manche Waffen haben in bestimmten Leveln auch Auswirkungen auf die Umgebung. Ja, das ist schon passiert. Ich hasse diese Flammenzungen. Ich hasse sie. So, das hier ist so ähnlich wie bei Elecman. Oh, verdammt, ich wusste gar nicht mehr, dass das einem auch wehtun kann. So. Ah, das war knapp. So, das haben wir souverän gemacht. Wunderbar. Okay. Wie gesagt, Mega Man 1 ist auch deswegen noch ein bisschen schwieriger. Zum einen durch die Level natürlich und weil man noch nicht rutschen kann. Weil man kann natürlich viel einfacher den Gegnern ausweichen, wenn man rutscht. Oh, was ist das denn? Ich hätte jetzt gedacht, da wäre tot, aber da kann man drauf laufen. Ach so, haha. Da haben sie einfach nur die Texturen vergessen. Okay. Das war knapp, aber knäpplich. So, was mache ich denn hier? Alter. Hallo? So. Jetzt kommen die Kollegen hoffentlich nicht da runter, wo ich gerade lang laufe. Nee, okay, alles klar. So, jetzt runter. Oh, das war zu knapp. Ja. Hm. So, einfach mal durchrushen. So. Hauptsache, wir gewinnen. Mit 5 Strichen oder so jetzt noch zum Endboss. Oh nein, nee, bitte nicht diese Stelle. Okay, hier müssten wir jetzt theoretisch einfrieren. Ich glaube, die Stelle schafft man auch so. Hä? Kann man das... Ich dachte, man könnte die einfrieren. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Ihr seid ja so lustig. Warte mal, das klappt doch gar nicht, oder? Also das, ja. Leute, ich glaube, wir sind gleich tot. Ja. Weil das, ich war immer der Meinung, die könnte man einfrieren. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann kommt man da ja gar nicht ungeschoren vorbei. Merkwürdig. Weil das ist natürlich ein bisschen blöd zu timen, ehrlich gesagt. Weil die kommen ja so schnell, oh, dass man da gar keine Chance hat, fast dran vorbeizukommen. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern, dass das so war. Na gut, ich meine, jetzt haben wir volles Leben, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall durch. Aber trotzdem ein bisschen blöd. Also schafft man zeitlich gar nicht, so schnell da vorbeizukommen. Hier könnte man es eventuell schaffen. Okay, warte mal. So, und jetzt vielleicht? Nee. Dann wird man hier auf jeden Fall getroffen, okay. Gut, es gibt ja auch Leute, die hier von Speedruns machen. Es gibt mit Sicherheit irgendwie eine Möglichkeit, da durchzukommen, aber... Erstens bin ich kein Speedrunner, will ich auch gar nicht. Okay, und deswegen ist mir das relativ viel Wumpe. So, wir nehmen mal die Cutman-Waffe. Oder hat er sich jetzt aus dem... Manchmal spacken die sich auch raus. Durch Sprite-Limitation oder so. Ja, okay, jetzt ist er verschwunden. Sprite Limitation, wer nicht weiß, was das ist, ist einfach, damit ist im Groben gemeint, dass immer nur eine bestimmte Anzahl Gegner auf dem Bildschirm sein können. Oder auch kurz gesagt einfach, es geht um, grob gesagt, um Pixel, also um kleines, nennt sich auch Sprites, also Sprites eigentlich, diese kleinen zusammengesetzten hier, wie zum Beispiel das hier ist ein Sprite, oder die Gegner, da dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl auf dem Bildschirm sein, wenn mehr sind, entweder fängt das Game an zu ruckeln, oder der Gegner taucht gar nicht auf oder verschwindet. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch schon mal eine Hilfe. So kann man sich auch mal durch ein Level mogeln, indem man einfach die Gegner aus dem Bildschirm rauswirft.
Gehen wir mal kurz nach rechts oder links geben, die Gegner dann einfach verschwinden. So, wir nehmen die Eiswaffe gegen Fireman. Und schauen mal, was er dazu so sagt. Denn der Kollege ist schnell. Werdet ihr gleich sehen. Der kann verdammt schnell schießen. Da geht's schon los. Und legt diese kleinen, fiesen Flammen ab. Da, wo man dann natürlich auch reinspringt, wenn man die überspringen will. Boah, manchmal schießt er auch zwei hintereinander, je nachdem, wie er gerade Laune hat. So. Also von dem lasse ich mich meistens immer sehr oft treffen. Aber mit der Eiswaffe ist das Ganze kein Problem. So. Das hätten wir souverän gemeistert mit 50.000. 50.000! So. Okay, als nächstes sollten wir dann Bombenman einfrieren. Ja, auch die Zündschnur einfrieren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Bomben helfen später gegen Gutsman. Deswegen ist Bombenman die nächste Wahl. An das Level kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, ehrlich gesagt. Aber Bombenman ist jetzt nicht so schwer. Was habe ich eben gesagt? Einfrieren? Nein. Wir schießen mit Feuer. Mit die Iceman. Die Feuerman-Waffe. Die Fireman-Waffe. Das habe ich doch eben erzählt. So ein Quatsch. Die Feuerman-Waffe. Die müssen wir verwenden. Hallo, was ist denn hier los? So. Die Waffen werden immer wieder aufgeladen übrigens. Nach jedem Levelwechsel. Das ist schon mal sehr lieb. So, ich habe keine Ahnung, was das für komische Blumen im Hintergrund sein sollen. Oder irgendwelche komischen... Ja, die sind sehr lieb, die Dinger. Die springen in alle Teile. Kommen die nochmal wieder? Ja. Die kommen nochmal wieder und machen uns das Leben zur Hölle. Wunderbar. Kann man auch nicht kaputt machen, nein. So, das Level hat ziemlich viel natürlich mit Explosionen zu tun, wie man hier sieht. Alles fliegt irgendwie in die Luft. Wow, verdammt nochmal. Und ich renne natürlich rein. Na klar. So, bis jetzt haben sich die Level-Tode auch noch in Grenzen gehalten. Ich bin echt froh drum. Denn ich bin diverse Male an gewissen Stellen damals immer gestorben. Aber bis jetzt geht es eigentlich ganz gut mit Mega Man 1. Also ich bin doch positiv überrascht, gerade von mir selber, dass ich das so gut hinkriege hier. Ja, die könnte man auch lassen, aber ich habe immer so einen Drang, alles zu vernichten, was auf dem Bildschirm rumkreucht und fleucht. Speedrunner lassen das natürlich alles links liegen. Die gehen einfach vorbei und schießen nur die Gegner ab, die wirklich abzuschießen, die sie abschießen müssen. Ah, diese Kerle hier. Ich hasse die. Weil die haben so ein blödes Bewegungsmuster. Die bewegen sich nämlich nur dann, wenn sie Bock haben. So. Die haben auch irgendeinen Namen, aber leider werden die Gegner hier nicht vorgestellt. Das geht bei den Gameboy-Spielen, wird man nämlich immer am Ende, werden die Gegner alle nochmal vorgestellt mit Namen. Ich glaube, hier in dem Fall sind das höchstens die Endbosse, die nochmal gezeigt werden, Alter. Ja, ja, genau. Schön. Ah, herrlich. Und wir haben noch nicht die Mitte erreicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir noch von vorne anfangen. Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass diese komischen Kraken hier kommen. Diese komischen hüpfenden... Die hüpfenden Oktopoden. Oder was das sein soll. War nicht schon alle? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt warten wir kurz. Damit die uns nicht auf den Sack gehen hier. Tudu, tudu. Ah, und ich liebe diese Musik von früher. Die ist einfach... Also hier ist auch eins der schöneren Musiktitel hier. Die Bombman-Musik. Wobei, ich muss sagen, die schönsten Melodien hat eigentlich Mega Man 2 und 3. Also von den Boss-Leveln. Mega Man 1 ist auch schon nicht schlecht, aber wie gesagt. So, und wer jetzt fragt, wie ist das hier genau gemeint mit der Retro-Phase oder Retro... Letzte Retro-Phase. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall erstmal die ersten drei Mega Man-Teile Let's Playen, also Mega Man 1, 2 und 3. Und dann mal schauen, wie das Ganze ankommt. Eventuell mache ich dann auch 4, 5 und 6, weil ich finde halt Mega Man 1, 2 und 3 immer noch die besten Parts. Und dann sollen auch noch kommen die Mega Man X-Teile 1 bis 3, also für den Super Nintendo. Die werde ich auch noch machen. Weil Mega Man X ist auch schon wieder so ein Part für sich. Und den, da bin ich halt auch großer Fan von den Mega Man X-Teilen. Also Mega Man X1 kenne ich noch sehr gut. Teil 2 ist schon wieder so, ja, kenne ich auch. Aber Mega Man X2 ist schwerer als Teil 1, finde ich zumindest. Und Teil 3 kann ich nicht so viel zu sagen, weil Teil 3 habe ich, glaube ich, noch nie durchgespielt. Das heißt, da wird es dann selbst für mich dann auch so ein halber Blind Run werden. Wo ich mich aber auch schon drauf freue. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die ersten drei. Und dann schaue ich mal, wie euch das gefällt, wie das Ganze ankommt. Und wenn ihr dann sagt, ja, wir wollen unbedingt mehr sehen,
Dann mache ich auch noch 4, 5 und 6. Wenn nicht, dann mache ich halt direkt mit Mega Man X weiter. Oder ihr sagt, nee, das gefällt uns überhaupt nicht, was du da machst. Dann suche ich mir irgendwas anderes aus. Wie gesagt, erstmal schauen, wie euch das so gefällt, wie das so ankommt. Vielleicht mache ich es aber auch einfach trotzdem, weil ich Bock drauf habe. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So. Ach, der schon wieder. Der Kollege hier. So, der kommt natürlich jetzt auch wieder, ne? Ja, genau. Gerade nochmal abschießen, damit er uns jetzt... Ah, verdammt, das war zu knapp. So, schaffe ich es jetzt? Ja, jetzt müsste ich es eigentlich schaffen. Naja, fast. Ich hasse die, weil die kommen nämlich immer wieder. Wir haben so einen unendlichen Vorrat irgendwo von denen versteckt, glaube ich. Ja, da sind wir dran vorbeigekommen. Wunderbar. Oh, was war denn da passiert? Der bewacht ein Leben. Warte mal gerade. Wir können doch bestimmt... Ja, das klappt sogar. Von hinten in your ass, baby. Oder hat es... Nee, ich glaube, das macht den... Das interessiert den, glaube ich, gar nicht. Warte mal, können wir den nicht... Selbst das geht nicht. Leute, was ist das denn für ein Gegner? So. Die Fireman-Waffe verbraucht... Also, wie gesagt, ist auch interessant. Die Waffen verbrauchen auch unterschiedlich viel... Oh, das war knapp. Beinahe wäre der respawned. Verbrauchen unterschiedlich viel Power. Die Fireman-Waffe ist eine von denen, die wenig... Energie verbraucht. Das finde ich schon mal sehr gut. Also die kann man auch mal getrost mitten im Level einsetzen. Ah, ich liebe das hier. Komm, mach auf dein Schild. Der braucht dann auch so unheimlich viel Schuss immer. Da fragt man sich auch, warum baut Dr. Wily... Oh, Hallöchen. Wieder drei Leben. Warum... Nee, nicht Dr. Light, sondern Dr. Wily nicht einfach alle Bots aus diesem Schildmaterial. Dann könnte man die gar nicht kaputt machen. Aber naja, ich meine, es soll ja auch noch ein bisschen fair bleiben. So, kam hier irgendwas? Ja, genau, die Kollegen, da springen wir aber einfach runter. Ich glaube, hier kommen nochmal welche. Halte ich nochmal kurz an, bis die alle rüber sind. Ach, ne, hätte ich mich aufladen können? Nee, das hätte, glaube ich, nichts gebracht. Weil die Kapseln fallen ja alle direkt nach unten. Ich glaube nicht, dass wir die hier aufsammeln hätten können. Hallo, Bombman! Biau, biau. Oh, wir müssen ein bisschen den Weg verkürzen, sonst... wirft er die nämlich irgendwann auf uns drauf. So. Aber Bombman ist eigentlich relativ simpel vom Bewegungsmuster. Er wirft eigentlich immer nur die Bomben. Und dann macht er einfach nur einen Sprung über uns drüber. Ja, das war's auch schon mit Bombman. Ja. Wie gesagt, die Gegner sind noch relativ leicht. Später wird's aber dann haarig, gerade bei Dr. Wily. Aber wie gesagt, ich will nicht so viel spoilern. Spoilern vor allem mit SCH. Spoilern. So, das war's diesmal mit Fireman und Bombman. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.